Jeder weiß, aus Adams Rippe schuf der Herrgott Evas Leib. Keiner ahnt was von der Klippe bei der Schöpfung. Auf der Kippe stand minutenlang das Weib. Zwar die Hüften schön geschwungen, waren dem Herrgott gut gelungen. Ich bin außer Puste. Auch die Taille und der Hals, all das stimmte ebenfalls. Doch ansonsten war er unzufrieden, überlegte dies und das. Langsam man ihn Pläne schmieden, bis er endlich dann entschieden, vorne oben fehlt noch was. Und schon schuf er zur Belebung links wie rechts eine Erhebung. Kritisch sah er sich's an und sprach lächelnd, das bleibt dran. Auch die Englein schrien Hurra, jetzt erst wirkte Eva weiblich. Etwas Neid war unausbleiblich, als der Adam Eva sah. Die hat oben mehr, so klagte er. Doch der Herrgott sprach, diesen Teil des Körperbaus hat das Weib dem Mann voraus. Adam lernte bald schon lieben, diesen kleinen Unterschied. Und so ist es auch geblieben. Und manch Dichter hat beschrieben, dieses Teil des Weibs im Lied. Nur die Frauen waren hienieden, waren nicht so oft zufrieden mit den Gaben der Natur. Allzu viel wogt auf und nieder. Andern wäre etwas mehr genehm. Jetzt habe ich was durcheinander gebracht. Schluss.